Hallo zusammen, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. Die heutige Partie, Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Das Team mit der schlechtesten Heimbilanz gegen das Team mit der schlechtesten Auswärtsbilanz. Ein Team kann dieses Spiel nutzen, um die magere Bilanz aufzupolieren. Ich bin gespannt, wer das sein wird. Und so gehen es die Hannoveraner an. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Los geht's. Sakai. Schäfer. Jetzt Luis Gustavo. Vierinha. Pep. Einwurf. Ronaldo jetzt. Ricardo Rodriguez. Gefährliche Flanke. Max Kruse. Da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Das wirft ihre Pläne jetzt natürlich komplett über den Haufen. Der erste Schuss zappelt direkt im Netz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Vierinha. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Das ist die Chance. Jetzt wird es Ecke geben. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Der Ball kommt. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Reingespielt. Draxler, da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Schäfer. Luis Gustavo. Schäfer. Schöne Flanke. Da passt er auf. Und kann klären. Trash. So. Hoffmann. Karaman. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut geklärt. Das war wichtig. Jetzt Kruse am Ball. Er ist ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft. Er muss nicht immer selbst zum Abschluss kommen, sondern stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft. Ja, man sieht immer wieder, wie viel er wirklich arbeitet. Immer anspielt. Draxler! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da.
Den Zweikampf verliert er. Karaman. Salif Sané. Super durchgesetzt. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Pep. Den Ball kann er abfangen. Trash. Arnold. Der Ball kommt gut. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Den muss er besser spielen, so geht der Ball ins Aus. Schäfer. Draxler. Nun Kruse. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Ronaldo. Ricardo Rodriguez jetzt. Da kommt der Pass, aber abgefangen, gut gemacht. Vierinha. Schussversuch. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Salif Sané. Naldo jetzt. Und jetzt Luis Gustavo. Guter Körpereinsatz hier. Sakai. Und Kruse. Ricardo Rodriguez. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Tacke. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine frühe Führung gibt Selbstvertrauen. Das sehen wir auch heute wieder. Ja, der Treffer hat Ihnen natürlich in die Karten gespielt. Sie machen einen wirklich guten Eindruck. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Und Rodriguez. Dante. Jetzt Kruse. Flanke kommt, wird das eine Chance? Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Arthur Sobik. Kiyotake. Und jetzt wird es Einwurf geben. Son. Kiyotake. Nächster Versuch, ein weiterer Einwurf. Pip. Son. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen.
Ausgleich hier. Mit dem Kopf. Eine klasse Ecke, aber leider der Abschluss nicht annähernd so gut. Ja, guck, Wolf, entsprechend ärgert er sich auch. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Kiyotake. Die Gäste werden wechseln. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Jetzt wird es den Wechsel geben. Karaman. Salif Sané. Prim. Sie lassen den Ball gut. Arthur Sobirk. Da passt der Torhüter auf. Ricardo Rodriguez. Einwurf. Milosevic. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Maximilian Arnold. Kiyotake. Maximilian Arnold. Er versucht's. Und der Schuss geht dann doch deutlich vorbei. Der war einfach schlecht. Klasse, aufgepasst. Er kommt an den Ball. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Jetzt Kruse am Ball. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ronaldo. Da ist der Ball weg. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Salif Sané. Karaman. Da geht er vorbei. Kiyotake. Gut gemacht. Den Ball. Er gibt den Elfmeter. Und das ausgerechnet jetzt. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Es gibt den Elfer. Völlig zu Recht. Jetzt wird er ausgewechselt. Und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Er macht den Elfer. Sauber vom Punkt verwandelt. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Ganz einfach an den Ball gekommen.
Entschlossen geklärt. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Tata am Ball. Luis Gustavo am Ball. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.